Yo Leute, herzlich willkommen hier bei der 9. Folge von Euro Truck Simulator 2. Wir haben knapp 35.000 Tacken auf unserem Konto. Die Karriereentwicklung sieht folgendermaßen so aus. Und wenn wir Glück haben, werden wir bei der nächsten Fahrt nicht kein Neuling mehr sein, sondern Enthusiast. Wäre geil. Und wir werden wahrscheinlich Level 5 erreichen. Und das wollen wir jetzt machen, ne? Am besten irgendwas, wo wir so einen schönen Bonus kriegen. Ja. Ich würde ja mal sagen, ne? Einmal nach Prag oder nach Holland. Wobei ich wieder keinen Bock habe auf hier den Gabelstapler. Letztens hatten wir diese Druckbehälter ja gehabt. Der Gabelstapler blieb ja aus. Ja, hier, den hatten wir gehabt. Den Druckbehälter hier. Auf Gabelstapler habe ich echt Bock. Das andere sind ja wieder diese Tanker. Ja. Ja, mal so einen schönen Gabelstapler. Da haben wir mit Sicherheit auch unsere Rundumleuchte. Und ich hoffe, wir haben es jetzt hier 18:38. Ich vermute mal, wir fahren die Nacht durch. Oder wir fahren, wenn es dunkel ist. Und dann sieht das bestimmt auch richtig schick aus mit der Rundumleuchte. Ja, wunderbar. Erstmal starten. Licht an. Gucken wir mal, was wir hier haben. Es ist nicht ein Gabelstapler. Es sind 2, 3, 4 Stück. Und was mich jetzt interessiert, ist ja diese schöne Rundumleuchte. Kann ich die vielleicht anmachen? Jawohl! Seht ihr das? Seht ihr das, was ich sehe? Ich hoffe doch, weil sonst wäre die Aufnahme für den Arsch. Da ist sie. Wo ist das kleine Lämpchen? Ja. Wollen wir mal loslegen, ne? Wunderbar. Regnen tut's auch. Klasse. Ist, glaube ich, jetzt gerade nichts da. Oh doch, da war was. Also, eben gerade nicht. Und ich weiß es nicht, haben wir rot, haben wir grün? Der andere hat... Okay, Leute. Herzlich willkommen hier bei Geisterfahrer Simulator 1. Bei der ersten Folge. So. Meine Fresse, ey. Was für ein Durcheinander hier. Die denken, ich bin bescheuert. Müssen wir jetzt hier rein? Nee. Die nächste. Ja. Hier müssen wir rechts rein. Ich glaube, es hat aufgehört zu regnen. Ja. Nee, so vereinzelte kleine Tropfen haben wir noch, ne? Balkanstein. Oh Mann, ey, fing der gut an, ey. Bin ich nervös oder was? Darf jetzt hier 75 fahren. Okay. Machen wir doch gleich. Das schaffe ich gar nicht mehr, bis 75 zu kommen.
Was? 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 Da steht doch 75. Ich bin doch nicht blöd, oder was? Was ist das hier mit dem Navi? Weiß das einer von euch? Muss ich hier irgendwas umstellen? Das kann doch nicht sein. Ich fahre 75 und dann zack, kriege ich einen Strafzettel. Ich bin nicht mal 75 gefahren. Das kommt auch noch dazu. Was ist das hier für eine Scheiße? Vorhin auch schon. Was heißt vorhin? In der letzten Folge, ja. Da stand 90 in der Ortschaft. Bin ich zum Glück nicht gefahren, weil... Doch, ich hab's versucht, aber da waren ja so viele Kurven. Die habe ich ja fast gar nicht gekriegt, die Kurven. So, jetzt steht da 90. Wir dürfen bestimmt nur 80. Hab ich vielleicht irgendetwas verstellt? MPH vielleicht eigentlich. Nee, das kann ja nicht sein. MPH wäre ja noch mehr, ne? Also. Wäre ja noch schneller als 90. Nee, aber. Ich fahre jetzt einfach mal 90. Sind wieder unsere schönen Sonnenblumen. Das will ich jetzt wissen. Ich hoffe, es kommt auch mal Polizei. Das erste Mal, dass ich hoffe, dass Polizei kommt. Schade, wir haben es 7:30 und es ist noch, weiß ich nicht, total hell. Sieht so aus, als hätten wir hier den Hochsommer erwischt. Ist ja geil. Kann das hier Winter werden? Also hier Glatteis und so ein Kram? Das wäre auch nochmal eine geile Sache. Auf jeden Fall. Toll, ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Habe ich total vergessen. Ich glaube, es war Rotterdam. Ich bin mir nicht sicher. Doch, ich glaube schon. Weil das erste war ein Aufträgen nach Prag. Und die nächsten waren wir Rotterdam. Und ich glaube, eins von den ersten dreien hatte ich ja gehabt. Es ist 90 erlaubt. Ich kann auch gar nicht schneller als 90 fahren, merke ich gerade. Es ging bergab und ich bin auf 85 gekommen. Pass auf, jetzt geht's wieder bergab. Jetzt schafft die 90, aber nicht die 91. Er geht wieder runter auf 89. Also einfach Vollgas, wa? Wenn das mal so richtig ist, ne? Ist viel angenehmer, man muss gar nicht auf die Geschwindigkeit zu achten. Einfach Gas geben, mehr nicht. Nee, schneller als 20 können wir echt nicht. So, jetzt ist es auch schon 8. Sonne scheint immer noch. Obwohl, doch, es wird langsam dunkler. Man sieht auch schon die Scheinwerfer von den anderen Autos. Achtet mal jetzt links auf den Boden. Man hat da gar kein Licht an, glaube ich, wie es aussieht. Bei dem hat man es jetzt nicht gesehen. Bei dem auch nicht. Das ist Vorführungseffekt.
Da sieht man das. So, wollen wir uns mal links einordnen, bevor wir überholt werden jetzt hier. Wir da immer schön abbremsen. Und was ist jetzt hier los? Stau oder was? Ich sollte mal ein bisschen Gas geben. Wunderbar. Und wieder Vollgas. Also nach der Uhr heißt es, wir fahren noch 3 Stunden, 25 Minuten. Das heißt, wir wären so gegen Mitternacht da. Bis dahin muss es ja auf jeden Fall dunkel sein. Weil wir haben es 8:30 und die Sonne scheint. Ups, 70 ist erlaubt. Einmal kurz runtergebremst auf 40. Ja, auch ziemlich fetzig letztens, als wir doch den Auflieger abgestellt haben. Das erste Mal, dass ich einen Mensch auf der Straße gesehen habe. Also so in diesem Spiel, dass ich überhaupt einen Mensch gesehen habe. Sonst ich nur den Menschen, der jetzt hier im Truck sitzt, ne? Hier. Den da, ne? Der gar nicht so aussieht, wie wir ihn haben wollten. Und ja, und einmal den einen Bauarbeiter. Aber sonst so, wenn wir durch die Stadt fahren, keine Sau zu sehen. Es wird dunkel, Leute. Richtig nice. Wieder mehr als 70, das ist gut. Cool. 160 Kilometer noch. Ja, deswegen darf man rechts nicht überholen. Das war knapp. Das war wirklich knapp. Seht ihr das? Im Rückspiegel? Wir müssen im Rückspiegel achten. Die Rundumleuchte, selbst auf den Fahrzeugen, die uns überholen, spiegelt sich das Licht. Da jetzt, pass mal auf, im linken Rückspiegel. Warum war das jetzt hier nicht der Fall? Also eben ganz klar und deutlich zu erkennen. Bei dem jetzt wiederum nicht. So, er sagt, wir müssen abfahren hier, ne? Was ist denn das denn jetzt?
Ach so, ach, das ist nur so. Na guti. Also, ob man das jetzt beim nächsten erkennen kann. Nee, auch nicht so dolle. Warum? Das sah bei dem anderen besser aus. Wir befinden uns auf der A1? Ernsthaft? Oh, wir sind gerade an 90 gefahren. So, Rotterdam. Einmal auf die mittlere Spur. Ich will jetzt endlich mal stockduster haben. Da, ah, jetzt könnt ihr es hin auf dem Auto. Im Rückspiegel eben. Wie das reflektiert. Riesener Rasthof. Wir mussten auch noch nicht einmal schlafen gehen, ne? Wie kommt's? Ich nehme an, das kommt nachher bei den richtig großen Fernfahrten. Wo du da echt vielleicht eine Stunde oder so fahren musst. Kann ja sein. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Ich habe ja jetzt schon das Gefühl, dass meine Finger taub werden, ne? Kein Witz. Ich schlafe ein, die Finger, weil ich meinen Arm ja ablege und durch dieses permanente Drücken von Gas habe ich das Gefühl, dass meine Hand einschläft. Oder mein Finger. Wann dürfen wir denn 80 fahren? Und das ist jetzt, das ist bestimmt jetzt nur hier wie in der Brücke. Sieht ja auch klasse aus. Ja. Mal ein bisschen zeigen. Ich fahre wieder viel zu schnell. Ja. Also wir haben's. 23 Uhr. Es ist noch hell. Ist ja Wahnsinn. Na okay, jetzt wird's dunkel, richtig, ne? Oh, wir sind auch schon da. Erster Aufenthalt in Rotterdam. Wie es aussieht, müssen wir jetzt hier rechts. Mercedes-Benz-Händler entdeckt. Ah, das ist doch gut.
Eigentlich mal einen anderen. Nicht, Scania. Scania hatten wir bis jetzt. Und weiter geht's. Aber die werden wohl nicht billiger sein. Die LKWs. Es gibt schon billigere, ne? Das sind so ganz kleine Dinger. Aber wenn, dann will ich auch gleich was Großes haben. Bin ich jetzt über Rot gefahren? Ja, sieht so aus. Sind ja nur 200. Einmal über Rot fahren 200, das ist ja noch akzeptabel. Genauso wie wenn ich 5 km/h zu schnell fahre und 140 zahlen muss. Das ist völlig in Ordnung. Also, gibt's Schlimmeres. Ich finde, die Preise sind auch sehr realistisch angepasst. Ja. Ich glaube, fürs Falschparken müssen wir auch hier über 500 Lappen abgeben. So, dann wollen wir mal uns die keine 90, sondern 40 GP einheimsen. Obwohl eigentlich, ne? Letztes Mal bei einer Folge, da muss ich doch noch nicht mal rückwärts fahren. Da habe ich 90 EP gekriegt. Hier muss ich jetzt zwischen den zwei Auflieger, also Anhänger, und rückwärts einparken. Kriege ich dafür nur 40. Aber seht ihr das jetzt mit dem Licht und so, mit der Rundumleuchte? Das sieht doch echt, das sieht doch toll aus, ey. Wenn ich mal irgendwann mal so ein Schwerlasttransporter mir machen könnte, wäre richtig geil. Ich weiß nicht, ist es ein DLC oder kann ich das auch so machen hier? Das weiß ich leider jetzt nicht so. So. Immer ordentlich drehen das Ding. Denke mal, das reicht auch schon so. Wenn ich nicht schon zu weit gedreht habe, ja, habe ich auch. Das Scheiße. Weiß ich, ich mache es jetzt einfach noch mal. Nee, das können wir knicken so. So dürfte es eigentlich funktionieren. Langsam lenkt hier, das ist doch echt ätzend. Aber ich denke mal, das müsste reichen. Jawohl, ist für mich auch so in Ordnung. Und deswegen beenden wir die Geschichte. Ich will Kohle sehen. 5224, aber insgesamt haben wir 6267. Wir haben Level 5 erreicht und sind jetzt auch Enthusiast. Wunderbar. Machen wir mal noch mal höher. Wir das voll haben da. Umso mehr Kohle kriegen wir, ne? Umso mehr kriegen wir. Wie sieht das denn aus? So, ich habe gedacht, dass Enthusiast jetzt hier unten ist und
das nächste angezeigt wird, aber ist leider nicht so. Macht ja nichts. Vielleicht bei der nächsten Fahrt. Auf jeden Fall war es das jetzt wieder von mir. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Abonniert mich. Lasst einen Daumen da. Ja, das war es dann auch schon von mir. Bis dann, euer Antti.